Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein Geschenkevideo für euch. Es ist ja schon ganz, ganz bald Weihnachten und das ist auch so ein Last-Minute-Geschenketipp. Und zwar haben wir uns gedacht, es ist ja richtig cool, so Geschenkboxen und abgestimmte Geschenksets zu verschenken, wo einfach so ganz viele Kleinigkeiten drin sind, die einfach alle zu einem bestimmten Thema passen und also nicht so ein Riesengeschenk, sondern viele kleine Dinge und da freut man sich doch auch ziemlich sehr drüber. Ziemlich sehr. Und deswegen haben wir insgesamt 10 verschiedene solche Sets zusammengestellt. Könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen, hoffentlich. Ja. Fragt uns auf jeden Fall, was gefällt euch am besten, welche Box und welche würdet ihr gerne haben. Ganz viel Spaß mit dem Video und schreibt uns gerne Kommentare und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn wir euch helfen konnten und wenn euch das Video gefallen hat. Viel Spaß! Lasst uns mit der Partybox beginnen. Von dieser bedecke ich erstmal den Boden mit Wattebauschen. Die sollen Schnee nachahmen und darüber kommt noch etwas Konfetti. Zusätzlich kommt dann noch ein Glas voller Konfetti hinzu. Ein Getränk von Hello Kitty macht natürlich jede Party zum Highlight. Und Luftschlangen sind erst besonders cool, wenn sie metallisch silbern sind. Weil mir die Originalverpackung von diesen Wunderkerzen nicht so gut gefallen hat, habe ich sie einfach mit silbernem Washi-Tape umklebt. Und dann können sie auch in die Kiste zu den anderen Utensilien dazu. Auf den Deckel gebe ich noch eine Schleife, natürlich auch in Silber und fertig. In die nächste Box kommt alles rein, was man zum Eisessen braucht, außer das Eis natürlich, das würde ja schmelzen. Also Schokosoße, Mini-Marshmallows, Zuckerstreusel in Herzchenform, eine Zuckerstange und zuletzt noch 2 Löffel und 2 Eiswaffeln. Und fertig ist die süße Just Add Ice Cream Box. Anstatt einer Box verwende ich hierfür eine Art Wanne und bedecke den Boden wieder mit etwas Watte. Entspannen ohne Duftkerze geht natürlich nicht und deshalb habe ich mich für dieses super mega extra große Modell entschieden. Für die Badewannenbesitzer darf auf keinen Fall Schaumbad fehlen. Hinzu gebe ich noch eine Packung meines aktuellen Lieblingstees und Badesalz von Balea. Passend zum Tee gebe ich dann noch diese Zuckerkristallstäbe hinzu, die ich übrigens sehr cool finde, und dann noch ganz viel Schokolade. Für diejenigen, die sich einen Filofax wünschen, kann man ein kleines Starter-Kit zusammenstellen, bestehend aus süßen Sticky Notes, einem Stickerbogen und dem Friction Pen, mit dem viele am liebsten in ihrem Filofax schreiben. Das Ganze binde ich dann mit einer Schleife zusammen und auf diese stecke ich natürlich noch 2 weihnachtliche Washi-Tapes, die dürfen nicht fehlen. Die nächste Box bzw. Kugel ist für Haustierbesitzer und ich zeige euch jetzt die Variante für Hunde. Als erstes lege ich ein süßes Halsband hinein. Dann habe ich noch diesen zuckersüßen Schal gefunden und weil jeder Hund gern nascht, dürfen Leckerlis definitiv nicht fehlen. Optisch hat es mir da sehr gut gefallen, die Leckerlis mit dem Schal zu umwickeln. Spielzeug ist auch immer der Hit für alle 4 Weine und deshalb dieses süße Äffchen. Das rasselt sogar. Zuschrauben und auch diese Box ist fertig. Als Verpackung für ein Make-up-Geschenkset eignet sich eine Pinselrolle total gut, denn da kann man die Produkte alle super drin verstauen. Einfach Produkte wie Pinsel, Mascaras, Lippenstifte und Kajalstifte in die Schlaufen reinstecken. Ich habe hier sogar noch ein kleines Seitenfach, in das stecke ich Oil Control Paper und noch eine total hübsche Wimpernzange rein. Menschen, die viel reisen und rumkommen, denen schenkt man am besten Folgendes. Das kleine Kosmetiktäschchen befülle ich mit einem Thermalwasserspray, quasi für die Abkühlung zwischendurch, einem Öl für die Haarspitzen, das ich selbst täglich benutze, einer kleinen Packung Abschminktücher, einem Rasierer in einer praktischen Größe zum Mitnehmen und einer Passhülle, die hat sogar zufällig die gleiche Farbe wie das Täschchen. Auch für die Kleinen kann man super einfach eine tolle Geschenkbox zusammenstellen. Ich habe mich als erstes für ein Malbuch von Bibi Blocksberg entschieden. Passend dazu müssen natürlich viele bunte Filzstifte dazu rein und zum Spielen noch eine kleine Beanie Boo Giraffe. Das Manikürset befülle ich erstmal wieder mit Watte, damit später einfach alles sicher stehen kann. Das Wichtigste sind natürlich weiche Hände, deshalb Handcreme. Dann habe ich diese lustige Pfeile von Essence gefunden. Ist die nicht cool? Etwas Nagellackentferner. Diesen Nagelhärter kann ich euch nur empfehlen und deshalb kommt auch dieser hinein.
Und dann gebt ihr am besten noch einen schönen Nagellack in eurer eigenen Lieblingsfarbe oder in der Lieblingsfarbe der zu Beschenkten hinzu. Und eure beste Freundin, Schwester oder Mutter oder wer auch immer wird sich ganz bestimmt über dieses Geschenk freuen. Als Backgeschenkset nehme ich mir als erstes diesen süßen Topfhandschuh her und darin stecke ich dann alle weiteren Dinge, wie zum Beispiel einen farblich passenden Silikonspachtel, Rollfondant, Zuckerdekor und diese süßen weihnachtlichen Muffinspießchen mit einem Elch drauf. Welche Box bzw. welches Geschenkset hat euch denn am besten gefallen? Sagt uns das doch bitte super gerne in den Kommentaren und lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!